Einen schönen guten Morgen an diesem Montag. In dieser Woche wird das Wetter wohl wieder einige Schlagzeilen machen. Bisher war der Juni ja relativ kühl. Das wird sich diese Woche ändern. Da kommt aus Süden sehr warme bis heiße Luft zu uns. Allerdings kommt mit diesem Tief vor Portugal auch sehr feuchte Luft. Das heißt, es wird schwül und es wird gewitterig. Und es besteht dann am Dienstag auch erhöhte Unwettergefahr, gerade über der Mitte Deutschlands. Das geht los gegen Mittag etwa im südlichen Nordrhein-Westfalen, im nördlichen Rheinland-Pfalz, dann auch weiter über große Teile Hessens nach Süden. Niedersachsen und zum Abend dann auch Richtung Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Dort müssen wir mit Starkregenfällen rechnen, zum Teil auch mit größerem Hagel und mit schweren Sturmböen, zum Teil sogar mit orkanartigen Böen. In diesen Regionen müsst ihr morgen Nachmittag ganz besonders aufpassen. Nördlich anschließend gibt es noch teilweise kräftigen Regen. Direkt an der Küste bleibt es wohl weitgehend trocken bis zum Abend, anfangs auch noch sonnig. Und viel Sonnenschein gibt es am Dienstag auch im Süden Deutschlands. Da haben wir dann die Hitze bis zu 32 Grad an der Donau, während das im Norden und Nordwesten mit 20 bis 24 Grad doch angenehmer ist und an den Küsten bleiben wir knapp unter 20 Grad. Am Mittwoch gibt es noch weitere Regengüsse und Gewitter, das zieht sich ein bisschen nach Süden zurück, dann vor allem Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden, Franken, Sachsen. Zum Nachmittag lässt das allmählich nach, weiter nach Süden, weiterhin Sonne und Hitze bis 31 Grad und im Norden mit einem frischen Westwind doch deutlich angenehmer, erfrischender, mit viel Sonnenschein an den Küsten, so um die 16 bis 19 Grad und im Norden bleibt es auch in der zweiten Wochenhälfte wohl insgesamt freundlich. Im Süden allerdings, da gibt es ab Donnerstag dann weitere teilweise heftige Gewitter. Wir halten euch da auf dem Laufenden.